So, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem etwas älteren Spiel, wie man unten bereits an der Jahreszahl ablesen kann. Formel 1 2013 im Koop Online. Warum Bin wohl schlechtesten Fahrer der Welt. zu dir komme ich gleich, halt mal die Schnauze. Warum 2013 lässt sich ziemlich einfach erklären. 2013 ist tatsächlich das letzte Formel 1, das sauber funktioniert und das einen Online-Koop-Modus anbietet. 2014 hat den Koop-Modus, glaube ich, auch noch. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und das stürzt aber ewig lang ab, deswegen habe ich es mir nicht geholt. Und 2015 habe ich zwar, aber das hat keinen Online-Koop-Modus. Super geil. Ich weiß nicht, wie man so doof sein kann und darauf kommt, das wieder rauszulassen. Aber wer denn meint, bitteschön. So. Online-Koop heißt, wir sind zu zweit unterwegs. Jetzt kommt der schlechteste Fahrer der Welt ins Spiel, der Martin. Und wir sind in Monza unterwegs, eine meiner absoluten Hassstrecken schlechthin. Und das Qualifying haben wir bereits gefahren, es geht jetzt nur noch ums Rennen. Zum Qualifying sei Folgendes gesagt: Erstmal, wir spielen auf Profi, also auf der dritthöchsten Schwierigkeitsstufe. Danach kommt noch irgendwie Experte und Veteran, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und im Qualifying ist folgende geile Situation zustande gekommen. Ich hatte erstens keine einzige freie Runde. Aha. Heißt, ich habe nicht die Pole Position, die ich sonst eigentlich grundsätzlich für mich beanspruche. Und es hat sich in Sachen Pole Position eine extrem geile Situation ergeben. Und zwar steht Alonso auf Pole mit der exakt selben Zeit wie Martin. Ja, Exakt dabei habe dieselbe. ich eigentlich die Zeit zuerst gefahren und bei mir wurde er mit einem Tausendstel schlechter angezeigt. So, bei mir wurde die gleiche Zeit angezeigt, Alonso auf der 1 und ich stehe auf 3 und wir hatten gestern schon einen Lauf, allerdings ist der dann aufgrund von PC-Problemen bei dem Herrn anderen Fahrer hier dann abgebrochen worden. Leider. Wir haben in dem Rennen aber leider schon nichts Gutes erwarten können. Es war suboptimal gelaufen, aber Sehr suboptimal. Jetzt hoffen wir mal, dass dieses Rennen besser laufen wird. Es sei fairerweise dazu gesagt, ich habe bis heute nicht verstanden, wie man perfekt startet. Bis heute ich auch nicht. nicht. Also irgendwie, ich komme gerade gerade auf Monza komme ich irgendwie gar nicht klar auf den Start, aber wir werden das schon hinkriegen und deswegen ab in die Autos und jetzt mal gucken. Bei mir geht's schon wieder los mit den Startproblemen. Ja, und da werde ich auch gleich wieder von allen kassiert. Da das auf Profi doch tatsächlich etwas anstrengender ist zu starten. Ja. Da habe ich gleich mal den Webber ein bisschen angeschoben hier. Weil Ja, ich weiß. der ein bisschen härter gebremst hat, als ich vermutet hatte gerade. So, wenigstens läuft dieses Mal nicht wie beim letzten Anlauf, dass gleich alle nebeneinander fahren, aber das funktioniert jetzt doch wieder ganz gut. Boah. Noch ein bisschen später auf die Bremse getreten und schon. Da verzieht es mir das Auto. Au. Jetzt kann ich hier natürlich nur die schlechte Linie fahren. Oh! Und aua, werd in die Wand geschossen. Von irgendwem. Kann jetzt leider nicht beurteilen, wem. Und was ich auch dazu sagen muss, man sieht es jetzt hier rechts an den Reifen. Meine Reifen aus dem Qualifying sind furchterregend. Also die sind wirklich grausam. Was zu einer herrlichen Traktionskontrolle führt. Die mir das Rennen durchaus erschweren wird. Zumindest jetzt in den ersten Runden, bis ich dann einen Boxenstopp hinlege. Man merkt es jetzt auch an der Geschwindigkeit. Ich komme nicht mit. Oh, da hat sich jemanden weit rausgetragen. Ja, mich. Ah. Bisschen spät angebremst. Aber wir versuchen jetzt einfach mal, was wir machen können. Wenigstens gab es keinen schlimmen Startcrash, wie das letzte Mal. Die schwerste Sch oder eine der schwersten Schikanen in der ganzen Formel 1 ist hier zu finden. Hab's eigentlich gerade Ja, perfekt. ich bin auch gut durchgekommen ausnahmsweise, aber im Normalfall haben wir hier immer Schwierigkeiten. Das wird sich im Laufe des Rennens wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal offenbaren. Welche Schwierigkeiten wir auf dieser Strecke haben, zumindest ich größtenteils. Hui. Hülkenberg. Boah, sehr aggressives Fahrmanöver und dann gehe ich ins Kiesbett. Das war jetzt natürlich intelligent von mir. Vor allem, weil dadurch Rosberg und Button jetzt auch wieder nebendran sind. Boah. Boah, ich konnte Hülkenberg tatsächlich abhängen. Wenn auch vielleicht etwas unfair.
Aber Hauptsache, ich bin erstmal vorne dran und kann mich vielleicht mit Glück etwas absetzen. Nein. Ja, Monza, eine der Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Formel 1, aber sie hat durchaus ihre Tücken, wie das Senna S zum Beispiel. Da hat es mich gestern zerlegt, kurz bevor mein PC abgeschissen ist. Ja, jetzt Rosberg. Ah, muss ich Kampflinie? Kommst du nicht vorbei, vergiss es. Vergiss es. Wie gesagt, durch die schlechten Reifen muss ich jetzt natürlich auch eine schlechtere Linie fahren. Man sieht es am linken Vorderreifen. Da hat man es gerade gesehen, wie da schon die Abnutzung sich reinfrisst. Hinten rechts ist aber deutlich schlimmer bei mir. Oh. Jetzt Rosberg wird das versuchen. Wohl noch nicht. Wieder ein kleiner Quersteher drin. Aber ich kann mich jetzt mal ein Stück weit entfernen von Rosberg. Gott sei Dank. Was hatten wir nochmal für Stopps drin? 7, ne? Ja. Okay, bis 7 überlebe ich sowieso nicht. Davor wird mir der Reifen platzen. Das brauche ich nicht nochmal. Bist du immer noch auf 2? Ja. Hat der Alonso bisher seine Pole tatsächlich verteidigen können? Aber ich arbeite mich langsam an ihn ran. Ich muss gucken, dass ich mich hier verteidige hinten. Aber jetzt habe ich mal Rosberg ein Stück weggekriegt, endlich. Jetzt kommt allerdings das Senna S. Naja, das gibt wieder Probleme. Eine Sekunde auf den Rosberg. Jetzt dürfte es ein bisschen mehr sein, nachdem ich gut durch Senna S gekommen bin. Quersteher, ausgehend hier. Letzte Runde. Naja, schöne Zeit. Rosberg geht in den nächsten 2 Runden an die Box. Sehr gut, so wie ich auch. Oh, wieso stellt es mich denn da jetzt quer? Was ist denn da los? Oh Gott, meine Reifen. Oh Gott, meine Reifen. Wann war ich gestern in der Box? Ich glaube in Runde 3. Nee, Runde 5. Echt 5? War es 5? Na gut, 5 wird es auch auf diesmal rauslaufen. Zumindest habe ich das vor, dass es auf 5 rausläuft. Das ist jetzt, die Reifen spielen noch mit so lange. Bei der momentan aggressiveren Fahrweise sieht das nicht so aus. Aber wenigstens muss ich dieses Mal nicht durch die Strecke danach fliegen, weil ich auf Platz 22 gelandet bin durch einen Unfall. Den ich wohlgemerkt nicht selber verschuldet hatte gestern. Sondern tatsächlich abgeschossen wurde. Nichtsdestotrotz war das gestern ein ziemlicher Kampf für mich, da nochmal zurückzukommen. Jetzt das Senna erstmal wieder ganz gut bekommen. Ich kann den Rosberg gerade so hinter mir halten. Mit einer Sekunde, irgendwie so dauerhaft. Oh, jetzt, wenn ich da aus der ersten Kurve rauskomme, da verliere ich die komplette Zeit wegen den Reifen. Man mag es kaum glauben, aber die Unterschiede zwischen den Schwierigkeitsstufen ist in Formel 1 2013 immens. Wenn man wir haben davor auf fortgeschritten, nennt sich die Stufe, glaube ich, hier, also im Prinzip normal gespielt. Und da sind wir der Konkurrenz, den Bots, im Prinzip weggefahren, ohne Probleme. Also da konnten wir uns dreimal im Rennen drehen und waren immer noch locker Erster. Aber kaum spielt man hier auf Profi. Oh, schön DRS ausnahmsweise mal. Kaum spielt man hier auf Profi, sieht man ja, wie hier die Gemischlage ist. Hier das ganze Feld ein bisschen zieht. Oh nein, 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 nein. Und da ist es passiert. Natürlich im Senna S in der letzten Runde, wo ich draußen bin, muss es mir die Reifen verreißen. Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Beste Runde.
1,26,8. So, Perez, du bleibst mal hinten dran, schön. Ja, keine Chance mehr. Ich muss auf jeden Fall lieber... Boah. Die Reifen sind komplett hinüber. Dunkelrot bereits. 3 von 4. Ab in die Box. Kriegen wir noch hin. Das ist noch machbar. Ich krieg wieder harte Reifen. Dadurch bin ich wieder etwas besser unterwegs. Hä, was harte Reifen? Was redet der denn da? Da bist du da langsamer. Ich bin doch letzter. Leck mich am Arsch, ey. Ja, harte Reifen sind für mich zumindest tatsächlich besser. Ich fahre damit teilweise richtig kranke Zeiten. Bin auch gestern dann die schnellste Runde gefahren mit einer 1,25,7 oder sowas in die Richtung war es, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ordentlich Gas geben, um wieder von hinten ranzukommen. Das Gute ist, entweder diese oder nächste Runde ist die große Boxenstoppphase, wo dann so gut wie alle in die Box gehen werden. Da können wir dann ein bisschen fliegen. Jetzt muss ich ausnahmsweise mal richtig das Potenzial wieder abrufen hier, was ich habe. Aha. Weil ja auch noch irgendjemand hinter mir ist, liebe Boxencrew. Komischerweise kann man hier sehr gut über die Curbs fahren, ohne dass man abfliegt. Ja, jetzt fahren hier schon die ersten in die Box, wie erwartet. Gibt natürlich jetzt uns die Chance, wieder ranzupirschen an die Truppe. Dann gleich mal 10 Mann wieder gekriegt in der ersten Runde in der Boxenphase ist. Man sieht schon, was man mit frischen Reifen hier plötzlich anders machen kann, wie man eine viel sanftere Linie fährt. Und schon kommt die Ansage, absolute Bestzeit in Sektor 1 gefahren. In meinem Boxenstopp eine Runde vor. Jetzt gilt es wirklich hier wieder ein bisschen zu fliegen. Zumindest solange es die harten Reifen hergeben. Mal sehen, wie lange das sein wird. Boah, Massa geht mit mir in die Box. Aber ich komme raus. So, Rosberg, du bist gerade etwas langsam gewesen auf einmal. Was war mit dir los? Huch. So, Rosberg innen. Überholt. Da gehen die nächsten dann in die Box. Jawohl, ich habe in der Box 2 Sekunden auf den Alonso gut gemacht. So, wir befinden uns in fast derselben Position wie vor dem Boxenstopp. Waren wir 5. jetzt 6. jetzt gilt es halt wirklich alles rauszuholen. Wir haben nämlich noch einen Stopp vor uns. In der Hoffnung, dass wir uns nicht verpokert haben, was die Reifen angeht. Sonst leg doch noch einen schnellen Zint mit den weichen Reifen ein. Bei mir sind die weichen nie gut. Ach so. So, neue Bestzeit hingelegt.
schön. Oh, ich hab DRS, verdammt, ich hab's nicht gemerkt. Aber jetzt. Ich hab Alonso ohne DRS gekriegt. Ja, Hamilton mit DRS kurz kassiert. Damit sind wir Vierter. Schnuppern wieder am Podium. Diese Passage hier darf man wirklich nicht unterschätzen. Das sind zwar zwei schnelle Rechtskurven, aber wenn man sich hier verschätzt, kann man ganz böse fliegen. Boah, 7,5 Sekunden auf Massa Rückstand. Hey, hey, hey. Ah, da vorne fährst du, da ist Alonso und da kommt Massa. Boah, da zaubern wir nochmal eine beste Runde hin. Die Reifen bis Runde 15, 16, ja, 16 oder 17 sollten sie am besten halten. Ne? Dann wären wir gut dabei, mit denen durchfahren zu können auch. Massa so circa eine Sekunde in der Runde ab. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir den kriegen. Ja, letzte Runde waren es hier 7,3, jetzt 6,2. Kommen ein bisschen näher. EB. 1,28,847. Und 26,2. 6 Sekunden auf dem Wasser. 1,28,8, würde ich sagen. Hätte mich schon arg gewundert, wenn du 1,28,8 gefahren wärst. 20 wäre ein bisschen heftig. Wäre ein bisschen langsam. Falls sich übrigens jemand fragen sollte, warum wir Lotus fahren, es gab eine Diskussion vor, bevor wir die Saison angefangen haben, was für ein Team wir nehmen. Und ich habe dann, oh scheiße, das war die Bande. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ach doch, ich schon noch. Und es ging darum, weil ich gesagt habe, eigentlich möchte ich kein Team haben, das überlegen ist mit dem Fahrzeug, weil sonst wird es echt einseitig auf Dauer. Dann haben wir Lotus genommen, dann haben wir aber die Schwierigkeit ein bisschen runtergestellt und dann haben wir schon wieder gemerkt, irgendwie ist das trotzdem ziemlich einseitig. Deswegen die Schwierigkeit wieder hochgestuft und jetzt gibt es halt wesentlich ein paar Kämpfe hier. Massa in den nächsten 5 Runden. 1,26,6. Na, die Runde wird bei mir nicht gut. Oh, jetzt trägt es mich hier auch nochmal zu weit raus. Ich habe 1,02 geschnitten. Bei mir wird es 1,27,5 oder so. Ja, 1,27,5 ziemlich genau. 6 Sekunden, auf Massa nichts gut gemacht, die Runde schlecht. Alonso geht demnächst in die Box, hätte mir angesagt. Ja, Massa in den nächsten 5 Runden, aber das ist eine sehr vage Aussage. So, wenn die Reifen noch 4 Runden jetzt durchhalten, dann ist okay, dann kann ich Runde 16 rein. Und dann kriegen wir das auch bis in Runde 27 gezogen. Hoppala! Aber die Bremswege verlängern sich schon, merklich. Zweimal Kies, scheiße, ey.
Das ist leider der Nachteil in den härteren Reifen. Hab ich die Hunde jetzt aber richtig in den Sand gesetzt. Wortwörtlich? Ja, richtig wortwörtlich. Sektor 2, zweimal im Kies gelandet und im Senna ist, muss die langsam machen, sonst wäre ich auch nochmal abgeflogen. Eieiei. Hat mich locker 2 Sekunden gekostet. 5 Sekunden. Ich sehe Massa da vorne jetzt endlich mal. Da vorne bist du. Da ist der Alonso. 1:28.4. Oh, das ist aber wirklich eine harte Zeit, ey. Gucken wir mal, was ich hier raushauen kann. Ob es nochmal eine 1:26 gibt. Oder ob es wieder eine 1:27 wird. Ne, 1:26.5. Oh, Massa ist rein. Ja. Massa ist rein. Damit bin ich vorbei an Massa. Jetzt gilt es bloß, das dann auch zu verteidigen. Nochmal 2-3 gute Runden zu setzen, dass ich die Zeit gut machen kann auf ihn. Reifen werden langsam ungünstig. So, wen ist wieder auf dem Startplatz, das ist schon mal gut. Opa, bisschen gerutscht, aber es geht noch. Alonso 8 Sekunden vor mir. Sieht noch gut aus, bis hierhin. Jawohl, 1:25.6. Na, mit frischen Reifen, ne? Nee. Nee. Doch grad, nee. Sehr schöne Zeit. Noch Skis mitgenommen am Ausweg, ey. Eieiei. Kann jetzt die Lücke zu Alonso momentan nicht verkleinern, das ist natürlich schlecht. Jetzt aber auch mit an den Reifen wieder, da die jetzt wieder stark abbauen. 2 Runden müssen sie allerdings noch. Die sollten sie auch überleben. Dann müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich die Reifen jetzt doch noch verliere. So ein Schwimpf in der Ehe, verdammter Müll, ey. Der letzten Kurve. Oh ja, da hat's mich gerade auch weit rausgetragen. War mir auch eine richtig schlechte Zeit. 1:27.7. Alonso ist in der Box. Alonso ist in der Box, ja, den habe ich gerade kassiert. Dann muss er aber eigentlich nochmal. Ja, wenn er jetzt die harten Reifen nimmt, kommt er damit nicht durch. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Oh nein! Er hat mich gerade fast geschmissen. Wow. Wenn du schwarzen Rennstreifen Ende Sektor 1 siehst, war ich das. Ich bin gerade froh, dass ich durch den Nieser nicht gerade von der Strecke geflogen bin, weil der genau vor der Kurve kam. Nett. Da hatte der Heuschnupfen mal wieder was dagegen. So, jetzt irgendwie versuchen, auf Alonso ein kleines Polster zu bauen, dass wir in der Box vielleicht noch was gut machen können auf ihn. Hat Alonso jetzt harte oder weiche? Hat Alonso weich oder hart? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Er scheint weich zu haben. Baut nämlich ein bisschen das Polster ab.
Oh, jetzt komme ich auch noch in den Verkehr. Oh nee. Was? Alonso muss schon wieder in die Box? Habe ich das gerade richtig durchgesagt bekommen? Kann ich mir nicht vorstellen. Mir wurde gerade gesagt, Ferrari bereitet sich auf einen Boxenstopp vor, sieht nach Alonso aus. Das kann ein Bug sein. Das würde ich jetzt aber auch hoffen, weil sonst hätte Alonso ziemlich was kaputt gemacht. Ja, er versucht den Rückstand zu verringern mit komplett kaputten Reifen. Du bist wieder witzig, hey. Ich gehe jetzt erstmal neue Reifen holen. Also 12,6 Sekunden. Alonso verliert tatsächlich auf mich. Sehr gut. Trotz völlig kaputten Reifen ein bisschen was aufgebaut auf Alonso. Bleibt stabil, okay. Wird mich jetzt natürlich wieder kassieren, wenn ich in die Box gehe, das ist klar. So, und ab in die Box. Das tun wir uns nicht noch eine Runde an. Ja, die Reifen waren hinüber. So, wo kommt Alonso? Wo kommt er? Da kommt er. Jetzt an mir vorbei. Und ich komme aber gerade aus der Box raus. Oh, da kommt Massa. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Das heißt, ich muss mich jetzt direkt auf ein Duell mit dem einlassen. Oder auch nicht. Weil ich Alonso direkt in der Kurve noch kassieren kann. Sehr schön. Gut getimter Boxenstopp. Jetzt Alonso hinterher. Mit neuen Reifen sollte das ja drin sein. Sekunden auf Alonso, okay, das ist machbar. Vorm Boxenstopp waren es 6, also tatsächlich 2 Sekunden noch gemacht. Boah, jetzt bloß die Reifen warm kriegen schnell. Und Martin, was machen die Führungskilometer? Tun gut. Aber die Zeiten lassen nach. Ja, deine Reifen bauen noch ab. Ja, ja. Also die Runde ist auch planmäßig Boxenstopp jetzt. Ja, 17 wäre planmäßig gewesen. Och komm, das ist doch nicht ehrlich. Och nee. Bisschen zu wenig angebremst und schon aus der Kurve geflogen. Trotzdem 3,8. Okay, Alonso bleibt nicht vorne weg. Das ist gut. Bloß so wenig wie möglich die Reifen jetzt kaputt machen, das wäre ganz, ganz schlecht. Opfer, dass du Armleuchter! Alter! Hoppala, Verwarnung abkürzen, Entschuldigung. Och, jetzt verliere ich gerade die Linie, das gibt's da nicht. Da muss einer überholen lassen, beziehungsweise überrunden. Sollte er mich jetzt bitte auch, wenn es geht. Chilton, schon wieder der Chilton, sag mal. Ah, okay, Martin an der Box. Auf geht's. Nein, und dann trägt's mich in der letzten Kurve echt wieder raus. Ah, Mann. Und ich hatte absolute Bestzeit auf dem Fuß. Oh, ich hab sie sogar. Ha! Sehr gut. Trotz Fehler in der letzten Kurve noch. Der Punkt vor im ersten Sektor bin ich. So, Alonso überholt. Zwar sehr aggressiv, nicht ganz löblich, aber überholt. Boah,
haben gleich eine riesen Lücke draus gemacht, hey. Hat er nicht. Hör auf zu lügen. Was war denn das? Verschalten, der Typ. Was da los? Zu stark angebremst. Beschissenes Senna S. Ja, ich bin ganz gut durchgekommen. Aber durch den den Fast Crash da in Kurve 1. Jetzt musste ich wieder vom Gas runter, sonst ist mich rausgetragen. Aha! Stellt man das Gemisch hoch, ja? Ja, gerade eben. Hat man ein bisschen Angst? Nee. Will pushen. Ich hab's gerade im Moment auch erst hochgestellt. Kann ich auch. Kannst du gerne machen. Oh, sagt er bei dir auch, dass das Benzin knapp wird sonst? Nee. Sehr gut, bei mir sagt er, das Benzin wird knapp. Ich hab noch kein einziges Mal Benzingemisch 3 genutzt. Oh, Quersteher. Bestzeit gehabt, so eine Kacke. Ich auch. Sag mal, was ist denn jetzt? Och, komm. Ja, meine auch. Einmal ein bisschen Kies mitgenommen. Ja, genau. Genau das. Hä? Was für Abkürzen? Bin außerhalb der Curbs geblieben. So, jetzt gilt es zu pushen hier nochmal. Vielleicht nochmal einen spannenden Kampf heraufzubeschwören auf die letzten Runden. Oh, böse verbremst! Scheiße! Verkehr, na da habe ich ja richtig Bock drauf. Ha, was hab ich, Alter, komplett verbremst, was war das denn, ey? Ja, klasse, jetzt ausgehend an der Stelle muss ich an Van der Garde vorbei, komm natürlich nicht um ihn rum richtig, muss abbremsen. Das dürfte uns jetzt mal kurz eine ganze Sekunde kosten, das Ganze hier. Da. Pick, der macht das ein bisschen besser. Wir sollten vielleicht ein magereres Benzingemisch wählen, damit wir am Ende des Rennens noch genug Sprit haben. Oh, Benzin reicht nicht mehr. Blöd. Oh, die Rester, verpiss dich! Kurve 1, ey. Bei dem wird der Stint wahrscheinlich länger. Der holt sich jetzt harte Reifen, der Alonso. Was ist das denn für ein Trottel? Hab ich doch gesagt, dass er das nicht schafft. Naja, aber das ist doch völlig bescheuert. Also, da musst du dir doch an den Kopf langen und sagen, das ist ja völlig verplant. In Sachen Reifen. Jetzt mal gucken, ob wir noch ein bisschen rankommen hier. So wie ich fahre, schaffst du das auch noch. Fantastisches Tempo und weiter so.
Ja, du scheinst wirklich Zeit liegen zu lassen momentan. Die richtige Linie genommen. Oh, macht mir gleich Platz. Sehr nett, Herr D-Rester. Kommt einer aus der Box? Wer kommt aus der Box? Ist mir egal, du bist auf jeden Fall nicht im Weg. Und wieder verbremst. Was habe ich den Ricciardo vor mir hier? Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Danke, Ricciardo. Sag mal, was war denn das? Bekommen kein DRS, ey. Hm. Ich sowieso nicht. Das ist jetzt ganz schlecht, wenn der das so macht. Boah, Glück gehabt. Es gibt ein spannendes Finale, Freunde. Das könnte nochmal richtig knapp werden, so auf die letzten Runden jetzt. Na, da fährt einer in die Box. Auch nochmal eine 1,25,5. Mal, deine Reifen drehen aber auch schon ein bisschen durch, kann das sein? Gerade gehört so. Oh, jetzt fängt es wieder mit dem Gerutsche. Ich finde meinen Bremspunkt vor Kurve 1 gerade nicht. Ich habe ihn einigermaßen jetzt. Vierte Runde in Folge, wo ich mich verbremse. Oh! In Sektor 2 ist irgendwer abgeflogen. Echt? Bei mir kam nichts. Also bisher zumindest kam nichts. Da liegen Trümmer. Ja, da liegen Trümmer, aber die liegen außerhalb der Strecke, von daher nicht ganz so tragisch. Ja, weil ich eins mitgenommen habe. Ach so, hast du eins rausgeschmissen? Dreck, was soll das da auf der Strecke? Fand sich wieder zwei ganz besonders lieb. Die letzten beiden Runden. Es wird wohl doch nicht mehr ganz zu dem spannenden Kampf am Ende kommen.
Bäh, jetzt hab ich ein Haar in der Fresse, ey. Wäre der Abflug am Anfang nicht gewesen, dann wären wir jetzt schon wahrscheinlich seit drei Runden in einem Fight, aber man muss das Beste aus dem Rennen machen. Das könnte noch interessant werden, Freunde, die letzte Runde. Oh, nochmal Bestrunde hingelegt. Was war denn das? Ja, das hat jetzt gerade das Rennen gebracht, natürlich. Was eigentlich total. Ja. Auf einmal waren alle durchsichtig und bei mir. Hä? Ja, weil du zu schnell angefahren bist, deswegen. Und du bist jetzt durchgeschossen. Und dadurch hast du dir halt einen Mega-Vorsprung rausgeholt. Ja, so kann man Rennen auch gewinnen. Gutierrez, verpiss dich. Ja, jetzt war's das. Ich bin raus. Ich kapier gar nicht, was da gerade passiert ist. Ich hab ganz normal angebremst. Da brauchst du nicht hell machen, das ist offensichtlich, was passiert ist. Du hast dich komplett verbremst, bist viel zu schnell durch die Kurve durch und im Normalfall wärst du voll in die eingeschlagen. Ja, die sind auf einmal durchsichtig geworden. Kapier ich nicht. Wenn jetzt die Webcam an wäre, Freunde, dann würdet ihr sehen, was ich davon halte. Freunde, damit einmal Monza abgeschlossen. Gott sei Dank abgeschlossen. Ich kann diese Strecke nicht mehr sehen. Schade, dass es mich einmal raushaut aufgrund der Reifen, die dann einfach komplett über waren, die Weichen. Ja, das hat am Anfang wirklich alles gekostet bei dir. Und, ich kapier ehrlich nicht, was in der letzten Runde passiert ist. Ich kann es dir wirklich nicht erklären. Für alle die, die es auf YouTube angucken werden, ihr werdet sehen, was passiert ist. Und ihr werdet genau das gleiche Gesicht machen wie ich in diesem Moment. Ihr werdet genau die gleiche Reaktion wahrscheinlich haben. Aber es ist nun mal, wie es ist. Das lässt sich nun mal nicht verschweigen oder irgendwie jetzt noch abändern. Ist, wie es ist. Martin gewinnt das Rennen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Saison, dass ich das Rennen gewinne. Nee, ich glaube, einmal bin ich doch ausgeschieden sogar. Einmal ist mir doch ja, der Reifen... Ja, da war ich aber auch geflogen. Das war in Monaco. Nee, nicht Monaco. Monaco meine ich nicht. Mir ist einmal der Reifen geplatzt. Und dann hat es mich doch voll in die Wand geschleudert. Ich weiß es bloß nicht mehr wo, ehrlich gesagt. Letztendlich, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen an diejenigen, die sich das angucken werden. Bis dann, Leute. Wir sind damit raus. Haut rein und als nächstes kommt... Ach ja, Singapur, ja. Freunde, wir werden sehen, ob ihr da auch noch mit im Boot sitzen werdet bei diesen nächsten Rennen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis dahin, haut da rein, macht's gut und wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao.